Hallo liebe Modellbauinteressierte und willkommen zur Bausatzbesprechung der MSTAS, einer russischen 152 mm selbstfahrenden Haubitze. Der Bausatz ist gehalten im Maßstab 1:72 und beinhaltet 194 Teile. Die Haubitze selber wird auf eine Länge von ca. 18,4 cm kommen. Kurz zum Hintergrund. Die Bezeichnung der Haubitze ist 2S19. Und die Bezeichnung MSTA ist keine Abkürzung, sondern Mister steht für Mister Fluss, ein Fluss in Russland. Das Fahrzeug basiert auf dem T80 und wird von der T72 Dieselmaschine angetrieben. Gebaut wurde das Fahrzeug 1989 und ist bis dato im Einsatz. Die Spezifikationen des Fahrzeugs sind bei einer Höhe von knapp 3 Meter und einer Breite von knapp über 3 Meter, bei einer Länge von knapp über 7 Metern und 42 Tonnen Gewicht. Die Feuerreichweite beträgt 45 Kilometer, bei raketengetriebenen Geschossen sogar 62 Kilometer, Schussrate 6 bis 8 Mal pro Minute. Die Haubitze hat eine Reichweite von 500 Kilometer und eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Getrieben wird diese von einer 840 PS Dieselmaschine. Geliefert wird von der Firma Zvezda wieder in dem üblichen bedruckten Überkarton. Auf dessen Rückseite sieht man verschiedene Ansichten des Modells, wie es dann im gebauten Zustand aussieht. Unter diesem Überkarton verbirgt sich in weiterer Folge eine braune Schachtel. In welchen die ganzen Spritzlinge ihren Platz finden. Hier nun die Spritzlinge des Bausatzes. Dies sind alle Spritzlinge, aus welchen die Haubitze in weiterer Folge zusammengebaut wird. Fangen wir mit den Ketten an. Wir haben hier keine Vinylketten, sondern Plastikspritzguss, wobei diese Ketten, wie man sieht, formbar sind und so auf das Modell aufgebracht werden können. Die Qualität der Ketten ist für einen Maßstab 1:72 eigentlich sehr sehenswert. Man sieht hier auf der Rückseite der Ketten alle Zähne schön aufgegossen. Auch das Laufwerk an sich hat eine schöne Struktur. Gut, zu den Ketten passend die Lauf- und Antriebsrollen. Auch diese sind sehr schön gegossen. Ich sehe hier keine Fehler beim Guss und auch keine Fischhäute. Dieser Spritzling liegt für das Modell zweimal bei. Hier sehen wir bereits die zusätzliche Ausrüstung an Bord, sprich Maschinenkanone, Spaten, die obere Wanne, die Verkleidung hinten. Beziehungsweise das ist die Verkleidung seitlich, das ist die Verkleidung hinten. Alles in allem sehr schön gegossen, ein sehr guter Detailgrad. Auch hier finden sich keinerlei Fischhäute. Somit hält sich die Versäuberung dieses Bausatzes auf jeden Fall in Grenzen. Schön zu sehen, die Details bei der Luke.
alles in allem eine gute Qualität. Abschließend die größten Bauteile. Die Wanne ist bei diesem Bausatz zusammenzubauen aus diesen drei Teilen. Hier die Oberwanne, auch diese ist sehr schön detailliert. Der Unterbau für den Turm, Turmseitenwände, Seitenverbau, beide in Ketten. Hier noch die Abschleppseile. Man sieht bei den einzelnen Luken und Aufbauten, dass diese sehr, sehr fein gegossen wurden. Man erkennt bei diesen Bauteilen, dass es sich hier um einen neuen Bausatz der Firma Zvezda handelt, sprich um neue Gussformen. Um einen Größenvergleich hinzubekommen, die Oberwanne hat knapp über 10 cm. So, nun hier noch die Decals. Man kann hier auch eine Version bauen, welche bei dem Marsch in Russland gefahren ist. Und hier die Bemalungskarte. Einmal die grüne Variante. Und einmal die Variante, welche bei der Parade in Moskau 2017 gefahren ist, mit den entsprechenden Kennungen. Hier die Bauanleitung. Es ist ein sehr einfach zu bauendes Modell. Hier sieht man eben die Wannenkonstruktion, welche ich vorher erwähnt habe, mit den Anbauteilen für das Laufwerk. Die Ketten, welche dann über das Laufwerk drüber gebogen werden. Hier sollte man sicherlich aufpassen. Ich glaube nicht, dass diese Ketten mehrere Versuche zulassen. Hier wird rundum die Oberwanne mit weiteren Details versehen. Hier die Halterung für das Geschütz. Die Hochzeit mit der Unterwanne. Hier das Geschütz selber. Innenraum gibt es bei diesem Modell keinen. Die Luken sind zwar möglich offen zu gestalten, macht allerdings keinen Sinn in diesem Fall. MG-Bewaffnung, zusätzliche Turmbewaffnung und hier nach hinten die zwei verschiedenen Varianten der Erdstütze. Einerseits im Fahrzustand nach oben geklappt oder im stehenden Zustand nach unten geklappt. Alles in allem ist es ein schönes Modell, es ist eine neue Gussform, es ist sehr sauber gegossen. Also man sieht, Zvezda hat hier bei der neuen Form wirklich gute Arbeit geleistet. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit diesem Modell, es sieht wirklich sehr gut aus. Und ich denke, dass auch ein Anfänger mit diesem Bausatz sicherlich seine Freude haben wird. Danke für die Aufmerksamkeit.